Hallo, liebe Schüchterfreunde, wir beide stellen euch heute mal wieder einen neuen Tabak vor, eine neue Tabaksorte, und zwar rauchen wir meiner Emmy Snow Breeze mit Kaminkopf, Kaminaufsatz und 3KF1001 Kohlen. Emmy Snow Breeze, mit der rauchen wir relativ selten. Und heute gibt es mal wieder einen Kaya-Tabak. Kaya Shisha Citrus Punch. So sieht die ganze Sache aus. Wir sehen darauf, ich halte es mal ein bisschen stiller, und zwar sehen wir darauf Orangen. Zimt sehen wir dort unten, und wir sehen ein Getränk, ne? Also, klingt schon mal sehr vielversprechend, Zitrussprechend wollte ich schon sagen. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Das ist ja so ein Zwischendeckel, den kann man einmal so abnehmen. Genau. Und wenn wir den einmal abnehmen, kommt uns ein relativ, ja, normaler Schnitt. Dem ging jetzt gerade ein relativ grobes Stückchen. Das können wir mal kurz zerkleinern. Und zack. Beziehungsweise ein grober Ball, aber der Schnitt ist wirklich normal. Also kann ich wirklich nicht meckern. Mittlerer Schnitt. Gut feucht gewesen. Ja, gefällt mir ganz gut, das Ganze bisher. Vom Geruch, natürlich den Geruch haben wir wieder vergessen. Riechen wir mal. Riecht sehr limettig, leicht zitronig. Sehr schwer einzuschätzen. Es riecht nicht so stark, wie man jetzt denken würde bei Citrus Punch, wenn man denkt, boah, da kommt sie übelst hier Zitrone. Hast du jetzt hier aber nicht, was ich sehr komisch finde. Es riecht so nach Orange, würde ich sagen. So ganz leicht nach Orange. Aber auf das dahinter komme ich nie. Also da würde ich nie drauf kommen. Es riecht halt sehr, sehr leicht, aber sehr fruchtig. Das muss man dazu sagen. Also sehr fruchtig, das ist auf jeden Fall das Hauptaugenmerk davon. Riecht auf jeden Fall nicht schlecht. Würde mal sagen, wir rauchen mal ein bisschen. Schauen uns mal den Rauch an und schmecken mal den Geschmack. Ich muss unbedingt mal die Lehne hier abmachen, sonst liege ich irgendwann auf der Erde, Freunde. Also ziehen wir mal. Mein Kopf wirkt ein bisschen verstopft, aber es geht noch. Freunde, es geht noch. Wenn nicht, muss ich mal einmal schnell durchziehen. Jetzt wird mein Kopf leicht verstopft. Ich würde mal sagen, ich lockere das mal kurz auf und dann ziehen wir noch ein bisschen weiter. So, Freunde, ich habe das Ganze ein bisschen aufgelockert. Jetzt ist der Durchzug wieder 1A. Wir sehen, das Ganze raucht 1A, nicht zu meckern, also es ist ja wirklich wieder hier Wolken, die erzeugt werden. Sehr gut, das Ganze. Es schmeckt leicht orangig. Also die Orange, die hier drauf ist, ist auf jeden Fall drin, aber es schmeckt noch in einer anderen Zitrusnote, so ganz leicht limettig. Schmeckt jetzt auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich habe mir mal so ein Rezept von eigentlich, was genauso aussieht vom Bild. Dort steht, dass 1 Liter Apfelsaft, 1 Liter Traubensaft, 2 Zitronen, 1 Orange, 6 Nelken, eine Prise Muskat und eine Stange Zimt. Also, den Zimt merke ich nicht und ich merke die Nelken nicht. Den Apfelsaft merke ich nicht. Traubensaft, ja, ist eine gute Frage. Ist eine echt gute Frage. Es hat was sehr, sehr Leichtes im Abgang. Das könnte ein Traubensaft sein, aber stellt euch jetzt bitte nicht so eine schöne Traube Minze vor, so eine schöne Traube. Dürft ihr euch auf keinen Fall vorstellen. Es hat sowas Leichtes im Hintergrund. Ich will nicht sagen, dass es eine Traube ist, aber es kann eine Traube sein. Das ist was Leichtes, was Fruchtiges im Hintergrund hat, neben dieser Limette und Orange. Es schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Muss schon mal sagen, ich bin absoluter Orangenfreund. Orange Minze liebe ich wie Sau, ey. Diese Limette. Also so ganz, ganz leicht im Nachgeschmack. So was ganz leicht Bitteres, und das könnte die Limette sein. Schmeckt auf jeden Fall nicht verkehrt, das Ganze. Sehr, sehr entspannter Tabak. Wirklich sehr, sehr leichter, sehr, sehr leichter, entspannter Tabak. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, nicht zu stark. Sehr, sehr lecker. Vom Preislichen hier sind wir bei 200 Gramm bei 17,90 €. Wieder mehr als bei den anderen. Auf jeden Fall eine leckere Orange.
eine leicht bittere Limette und was anderes, was der Traumsaft sein könnte, was auf jeden Fall nicht verkehrt schmeckt. Das schmeckt nicht nach Alkohol oder so, dachte ich erst. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt. 17,90 € ist jetzt, wo ich sage, okay, ist okay. Ist okay. 20 € wäre mir zu viel, aber 17,90 € sage ich, ist okay. Kann man wirklich sich mal holen. Und ist auf jeden Fall keine verkehrte Sorte. Aber im Geruch ist auf jeden Fall die Orange stärker als im Geschmack. Ja. Im Geschmack ist sie viel mehr milder als im Geruch. Im Geruch ist sie mehr spritziger als im Geschmack. Aber ist natürlich wieder so eine Sache, die kann man nicht beeinflussen. Freunde, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Check links in der Beschreibung, sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch. Ja, bis dahin, macht's gut. Euer Shisha-Dolit.